Schmerzhafte Landungen, unangenehme Fails und Dinge, die einfach nicht so laufen wie geplant. Bei Sportveranstaltungen kann tatsächlich so einiges schiefgehen. Was passiert, als sich diese Frau auf der großen Leinwand entdeckt und vieles mehr, das seht ihr in diesem Video. Los geht's mit den peinlichsten Momenten im Sport. Fangen wir doch direkt mal mit dem ersten lustigen, aber doch sehr unangenehmen Moment an. Und den verdanken wir dem Gewichtheber David Katao, der bei den Olympischen Spielen in Rio so richtig abgegangen ist. An den Gewichten ist er zwar gescheitert, doch das hat ihn noch lange nicht davon abgehalten, einen spektakulären Tanz auf der Bühne zu performen. Dass man aber auch ganz anders mit einer Niederlage umgehen kann, hat Tennisprofi Serena Williams gezeigt. Denn wenn sie mal verliert, kocht sie vor Wut. Und wie genau das aussieht, hat sie nach einem Spiel bei den Australian Open gezeigt. Da musste ihr Schläger nämlich ganz schön einstecken. Wer hart trainiert, hat sich auch eine wohlverdiente Pause verdient. So hat zumindest Basketballer D'Angelo Russell gedacht, als er sich in der Spielpause auf der Spielfeldabgrenzung bequem machen wollte. Doch die war leider nicht so stabil wie erwartet und brach einfach unter dem Sportler zusammen. Echt peinlich. Haben wir schon die unterschiedlichsten Täuschungsversuche gesehen. Wer nämlich nicht mehr mit Leistung überzeugen kann, versucht es gerne mal mit kleinen Schummeleien. So auch Nogueira, den wir in diesem Clip sehen und der als Ablenkungsmanöver für seinen Gegner einfach mal die Hosen runtergelassen hat. Und ja, es scheint tatsächlich zu funktionieren. Lustige Billardclips gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, aber habt ihr schon mal so einen außergewöhnlichen Tisch gesehen? Der macht das ganze Spiel natürlich um einiges spannender. Na, wer von euch würde gerne mal sein Glück versuchen? Schreibt's unten in die Kommentare. Und schon habe ich gewonnen. Wer bei einem Basketballspiel im Publikum sitzt, würde mit größter Wahrscheinlichkeit alles dafür tun, um den Spielball zu fangen, wenn der gerade auf einen zufliegt. Und ja, so ging es auch der Dame im nächsten Clip, die dafür sogar ihre frisch gekauften Snacks aufgegeben hat. Weiter geht's mit dem nächsten peinlichen Sportmoment und auch der hat es ziemlich in sich. Als sich dieser Typ in der Halbzeitpause nämlich auf der großen Leinwand entdeckt, kann er einfach nicht anders als zu tanzen. Blöderweise entleert auch er dabei sein Essen und das ausgerechnet auf einem Mädchen, das gerade vertieft in ihr Handy im Publikum saß. Für den Fußballspieler im nächsten Clip hätte der Tag wohl nicht schlimmer enden können. Er läuft nämlich hinter seinem Gegner her, um den Ball zu kriegen. Den kriegt er dann irgendwann auch, allerdings irgendwie anders als erwartet. Oh Mann, das hat ganz schön gesessen. Echt peinlich wurde es auch für den Typ in diesem Video. Während der Halbzeitpause ist er zusammen mit seiner Freundin in der Kisscam erschienen. Allerdings hat er davon erstmal nichts mitbekommen und weiter genüsslich an seinen Fingernägeln geknabbert. Tja, und für die Aktion gab's dann auch von der Mama einen drüber. Für die Ehrenfans im Publikum wollten diese Fußballer nach Ende des Spiels noch einen kleinen Elfmeter schießen. Der ging allerdings völlig in die Hose und landete ausgerechnet am Kopf des Sicherheitsmannes. Aber hey, den schien das zur großen Überraschung aller so ganz und gar nicht zu stören. Eine im wahrsten Sinne des Wortes feuchtfröhliche Überraschung gab es auch für die Sportlerin im nächsten Clip. Die war nämlich gerade dabei, sich völlig auf ein Interview zu fokussieren, als sie ihre Teamkollegen mit einem Eimer Wasser überraschten. Profisportler schießen manchmal ganz gerne über das Ziel hinaus. Als Basketballer Davis vergeblich hinter dem Ball herrannte, konnte er nicht mehr rechtzeitig stoppen und fiel Stage-Diving-mäßig ins Publikum. Tja, so nah sind sie ihrem Idol wahrscheinlich noch nie gekommen. Wer bei diesem Kampf dachte, es handle sich bloß um ein gewöhnliches Armdrückduell, der lag ganz schön falsch. Eine der Teilnehmerinnen konnte nämlich nicht verbergen, was gerade in ihrem Inneren abgeht, also zog sie eine Gesichtsausdrucksshow der Extraklasse durch. Dass man die Frau aus dem nächsten Clip zum Bowlingabend eingeladen hatte, stellte sich schnell als die falsche Entscheidung heraus. Sie hat es nämlich nicht nur geschafft, die Kugel nicht zu treffen, sie hat der Bowlinghalle auch ein gewaltiges Loch verpasst und die Sprinkleranlage ausgelöst. Eieiei, da würde ich mich auf jeden Fall ganz, ganz schnell vom Acker machen. Als Ballmädchen oder Balljunge Angst vor einem Ball zu haben, ist vielleicht nicht die beste Voraussetzung für diesen Job. Das musste zumindest auch dieses junge Mädchen erfahren, das bei einem Spiel am Rand saß und durch einen Volleyball so überrascht wurde, dass sie sich vor laufender Kamera ziemlich erschreckt hat. Und nochmal zum Mitlachen, sehr schön.
Als sich die Frau aus dem nächsten Clip während einem Eishockeyspiel auf der großen Leinwand entdeckt hat, zögerte sie nicht lange und gab ihr Bestes, um diesen Moment zu einem unvergesslichen zu machen. Und naja, was soll man sagen? Spätestens, als sie sich das Oberteil auszog, ist das Publikum vollkommen ausgeflippt. Auf der großen Leinwand waren aber auch diese beiden hier. Allerdings wurden sie mit der Kisscam entdeckt und sollten sich deshalb einen Kuss geben. Naja, sein Bier war ihm dann aber wohl doch lieber, weshalb er lieber leidenschaftlich den Plastikbecher geküsst hat, statt seine Freundin. Ein echt peinlicher, aber irgendwie auch super lustiger Auftritt war der von dem kleinen Jungen während einem wichtigen Tennismatch. Damit die Spieler in der Trinkpause nicht allzu sehr von der Sonne gestört werden, sollte der Kleine als persönlicher Schirmhalter ran. Blöd nur, dass er seiner Aufgabe anfangs nicht wirklich nachkommen konnte. Ja Leute, da sitzt man einmal gemütlich mit seiner Tochter im Baseballstadion und hat sich in der Pause noch schön was zum Naschen geholt und schon fliegt der Spielball ausgerechnet in die leckere Käsesoße. In ihren Haaren wird sie wahrscheinlich noch Tage später die Reste finden. Die Kamerafrau im nächsten Clip hat zwar keine Käsesoße im Haar, dafür aber wahrscheinlich mehrere blaue Flecken. Während einem Footballspiel wurde sie nämlich von einem der Spieler über den Haufen gerannt, der gerade von seinem Gegner geschubst wurde. So richtig schön peinlich wird es auch im nächsten Sportvideo, in dem sich ein Boxer nach seinem Kampf vom Publikum feiern lassen will. Dafür steht er nach einer kurzen Verschnaufpause auf und dreht sich zu den Zuschauern. Als er sich dann jedoch wieder hinsetzen will, ist blöderweise sein Stuhl weg, weshalb das hier passiert. Bei einer Sportart wie dem Eiskunstlauf ist es wohl das A und O, Vertrauen in seinen Partner zu haben. Und dieses Vertrauen sollte sie hier garantiert nochmal überdenken, nachdem sie von ihrem Kollegen nach ein paar schönen Drehungen schmerzhaft aufs Eis fallen gelassen wurde. Eieiei, mit dem würde ich nicht mehr zusammen Sport machen. Dieser Radfahrer war nur ganz knapp vor dem Ziel, als er in der letzten Kurve irgendwie die Kontrolle verloren hat und geradewegs auf die Zuschauer zuraste. Dort legte er dann noch eine elegante Rolle über die Absperrung hin und landete dann schlussendlich auf dem Boden. Ja Leute, so schnell kommt man auf den Boden der Tatsachen zurück. Das war's wohl mit dem Sieg. Noch unangenehmer wird es aber, wenn dir mitten in einem Interview ein blöder Fail passiert, denn da sind alle Augen nur auf den einen Spieler gerichtet. Hätte die Reporterin bloß mal die Augen offen gehalten, dann hätte sie MMA-Fighter Stephen Thompson mit seinem Handschlag nicht so in der Luft hängen lassen und ihm einiges an Peinlichkeit ersparen können. Auch wenn die Lage für diesen Sportler im ersten Moment wohl ziemlich aussichtslos ausgesehen hat, er gibt einfach nicht auf und versucht es mit seinem letzten Mittel. Provokation durch komische Grimassen. Also, mich hätte das als Sportler auf jeden Fall abgelenkt. Was meint ihr? Das Gute oder in seinem Fall auch eben das Peinliche an großen Sportveranstaltungen ist, dass die Kameras meistens nicht weit sind. Und zu seinem Pech war sie die ganze Zeit auf ihn gerichtet und hat ihn dabei gefilmt, wie er die Dame beim Wiegen pausenlos anstarrt. So als könne er gar nicht anders als hinzugucken. Quasi als wäre sie magnetisch. Spanner. Aus folgendem Grund sollte man wohl niemals mit Ballons neben zwei Maskottchen stehen, die sich scherzeshalber gerne bekriegen. Als dem einen Maskottchen nämlich gerade eine Geburtstagstorte ins Gesicht geklatscht werden sollte, duckt es sich gescheit und sie landet ausgerechnet in ihrem Gesicht. Ganz schön blöder Zufall, aber ein echt lustiger Moment, über den sie am Ende des Tages wohl selbst lachen konnte. Da wird einem immer gepredigt, Sport und Bewegung wären gut für die eigene Gesundheit und dann passiert einem auch noch sowas, als man gerade zum ersten Mal mit seinen Freunden Federball spielen will. Tja, Teamsport kommt für ihn nach der Nummer wohl erstmal nicht mal mehr in Frage. Richtig lustig wird es allerdings auch im nächsten Clip, in dem sich ein Tennisspieler nach seinem Sieg so sehr freut, dass er vor lauter Energie sein Trikot zerreißen will. Im Tennisspielen mag er zwar ziemlich gut sein, aber an seinen T-Shirt-Reißkünsten muss er wohl noch etwas feilen. Denn die haben ihm tatsächlich einen echt peinlichen Moment bereitet. Wollt ihr mehr davon? Zeigt uns das mit einem Like und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und hier gibt's jetzt noch ein weiteres Video für euch.